du noch gar nicht gesehen. Erna, guck mal, was ist denn das hier? Was ist denn das? Haben wir mal den schönen Teppich aus, ne? Für Erna. Kann sich wohlfühlen. So. Ja? Ja? Hallo. Hier, dein Käse. Holländische Geschenke kriege ich hier. Was ist das? Würstchen? Das ist Mettwurst. Wir probieren die Wurst hier mal live. Schmeckt gut, ne? Es ist so, schmeckt, weil es fettig ist. Das ist merkwürdig. Dankeschön. Vielen Dank. Das ist, weil du mir geholfen hast bei meinem Umzug. Du hast mir ja auch dir geholfen beim... Ja, aber du hast mir auch was gegeben. Grüß schön deine Mutti, ja? Ja, cool. Und sag danke, ja. Ihr wisst, ich habe die Wohnung renoviert und ich die ordentlich halten will, habe ich ja hier einen Staubsauger bestellt. Kabellos, mit Akku. Mal gucken. Der riecht noch ganz neu. Der müsste hier auch so Licht haben. Ja, guck mal. Was ist das hier? Da saugt er auch 1A hier. Jetzt bin ich auf der sicheren Seite, aber eine Sache fehlt. Ohne Witz, bin ich blind? Was suchst du denn? Eine Ladestation. Hast du die nicht in der Hand? Nee, das ist ja der Witz. Dieser Stecker wird ja nirgendwo hier rein. Ach doch, so. Ah, jetzt verstehe ich das. Machen wir erstmal noch den Tisch, Esstisch, den ich geholt habe. Heute bei IKEA. Wir gucken mal, wie der aussieht. Da freue ich mich ja schon. Die Unterlage benutzen. Er will schon mit Papa spielen, ne? Ups, guck. So bescheuert. Jetzt denkt sie, wie kommt sie da vorbei? Anna, was ist los? Bring mal her. Anna, komm. Ja, komm. Ich krieg den Tisch alleine wirklich gar nicht zusammen. Das ist so unübersichtlich. Ja, ich muss mal gucken. Lass mich mal kurz aufwachen, okay? Ja, okay. Ja, danke dir. Tschüss. So, jetzt mach ich mir was zu essen. Meine 100 Gramm Haferflocken. So, weil ich jetzt schon leicht unter Zucker bin. So. Ups. Egal, dann mache ich jetzt 200. Mein Neffe ist das. Hab Freisprechen an. Wir drehen gerade. Ich melde mich heute Abend sonst mal, ja? Ich mach das nach Geschmack. Und jetzt begleitet ihr mich kurz mit Erna rausgehen. Die Mülleimer, seitdem ich renoviert habe, sind überall so voll. Da liegt auch ein Bettbezug. Die Container sind fast von mir voll. Meine Nachbarn hassen mich. Ich übergebe dir mal das Ruder sozusagen. Ich mache dir einen Kaffee noch. Habe ich auch vergessen, meine Multivitamine zu nehmen vorhin. Dann setz noch mal ein für eine Werbung. Also setze ich ein. Dreimal Vitaminkomplex, weil die nehme ich zweimal am Tag. Ja? Und hier nehme ich nochmal die guten EAAs von DL.
und mit Matze 10 könnt ihr 10% sparen. Und das Geile ist diese sogenannten Flash Sales von Freitag bis Freitag 12 Uhr. Und darauf könnt ihr nochmal 10% sparen. Also da könnt ihr eigentlich theoretisch zuschlagen. Der Nico hilft mir, beziehungsweise schraubt den Rest jetzt. Und ich koche mal was zu essen für uns. Eine kleine Portion Chili con Carne. Wir brauchen ja ein paar Bohnen für Chili con Carne. Alexa, wie koche ich Chili con Carne? Okay, für Koche Chili con Carne empfehle ich Chili con Carne von Kitchen Stories. Zubereitungszeit 30 Minuten, 2 Portionen. Was möchtest du? Rezept beginnen? Es aufs Telefon senden? Oder das nächste Rezept hören? Was wollen wir denn? Rezept beginnen. Alexa, beginne mit meinem Rezept. Gerne. Schritt 1. Zwiebeln würfeln und in Olivenöl glasig dünsten. So, jetzt habe ich hier ein bisschen die Herdplatte schon angemacht. Schubidubi, Zwiebeln würfeln. Ein bisschen muss man da. Damit die ein bisschen knusprig werden. Gut, wa? Alexa, wie geht mein Rezept denn weiter? Ich kann nach Gerichten und Zutaten suchen. Was möchtest du? Immer noch Chili con Carne. Chili con Carne ist die Bezeichnung eines scharfen Gerichts aus Fleisch und Chilischoten. Ja. Eine Frage damit beantwortet? Nein, wie mache ich Chili con Carne? Rezept. Vielen Dank für dein Feedback. Alexa, Alexa, überall. Alexa, wie mache ich Chili con Carne? Überall, vor allen Dingen hier im Alexa, Chili con Carne Rezept überall. Alexa, Chili con Carne überall. Das weiß ich leider nicht. Alter. Jetzt machen wir hier noch eine ein paar Kellen weiße Bohnen. Wie ich das liebe, wie das alles so funktioniert. So, das schmeckt aber. Ist gut geworden. Ja, ist fertig. Hier und hier hat er auch eine Macke. Ja, das ist nicht von. Ist alt. Ja, Unterlage war extra glatt unten. Man sieht auch, dass das alt ist. Schau mal. Und da auch. Das sieht man auch, dass das alt ist eigentlich, weil das danach da gepresst ist. Das ist doch von Arsch. Ja, danke schön, Nico. Ja, das stört mich auch, das ist ein Fehler. Ja, ich bin jetzt genervt. Der ist wirklich genervt. Jetzt ist, können wir das YouTube-Video gleich beenden, weil mich das wirklich nervt. Das ist schon ärgerlich, wenn man so einen Tisch für 130 Euro und dann siehst du das erst, sieht man das erst am Schluss auch noch. Das schmeckt mir ganz gut. Jetzt kommt hier. Wahrscheinlich wird das Video nächstes Wochenende rauskommen. Wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Alles Gute. Danke für euren Support, eure Unterstützung und ja, seid gespannt auf neue Projekte. Demnächst gibt es auch nochmal ein Trainingsvideo, wenn das Projekt Wohnung abgeschlossen ist. Ist noch nicht ganz fertig, da wird nochmal ein Video. Jetzt hängt mir noch in der Zahnlücke Hackfleisch.